Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Wie lange soll ich noch?
Hier hat mal jemand gewohnt. Dolores. Hier ist was. Eine Truhe. Komm schon, Plätze! Ein grauhaariger Typ wie du musst du erst haben. Kennst du gegen Stunfisch? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Wollen wir ein bisschen was kippen? Für ein wenig Spaß? Soll ich dir was vor? Singen? Verpiss dich! Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Begrab mich mit... Ja. Schlag mich nicht, Herr! Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ich
Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zeit, dass du gegen Jonas antrittst. Und dann gibt es noch den Schmied in der Taverne am Scheideweg. Geh dorthin, mein Freund. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Kleiner Pisser. Fischfresser. Was willst du? Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das... Oh, danke, Meister. Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird mit der letzten Hoffnung. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? Rost bedeckte seine Rüstung. Wie eine Glasscheibe im Winter. Verlässliche Waffen aller Art. Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer. Gravierte Schlagringe für die Damen. Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrads. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein und nein, niemand kann das, worum du bittest. Zeig mir deine Waren.